Letztes Mal bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Lässt du mich dahin? Und so geht's weiter. Den Fingerhut voll. Okay. Du darfst nicht mehr hier hoch, was? Ach, fick dich. Okay, ich lade nochmal. Das ist ein Problem, würde ich sagen. Also hier geht's weiter. Hier scheint unser Vater dann zu sein. Fenster. Probieren wir es doch mal über das Fenster zu kommen. Okay, das geht nicht. Können wir da rausschauen? Oh, uff, ein ganz schönes Stück bis nach unten. Ja, wir wollen ja nicht runterspringen. So, und da bin ich wieder zurück. Da hat mich kurz jemand angerufen. Und jetzt schauen wir mal weiter. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Hier ist auch noch ein Raum. Ja. Einfach ein Raum. Das Fenster, glaube ich, kann man auch nicht öffnen. Genau, das dachte ich mir schon. Na dann. Zurück nach unten. Müssen wir bloß an dem Großen hier noch vorbei. Also wir brauchen irgendwas vielleicht, wo mehr Bier reingeht oder so. Ich weiß es nicht. Könnte gut sein. Oh Gott. Ich habe mich jetzt schon erschreckt und so dachte ich, oh Mann, jetzt sind wir wieder, wurden wir wie schon wieder entdeckt hier. Okay. Waren wir hier schon? Ich glaube ja, das ist bloß dieses, na, wie soll ich sagen? Ja. Das war so ein Eckzimmer praktisch, aber hier. War ich da vorhin auch schon drin? Ich glaube ja. Okay. Das kommt mir zumindest bekannt vor, der Eingang. Es gab auch irgendwann mal so irgendwas, wo es Fenster gab. Und ich habe jetzt auch den Passierschein. Jetzt ist die Frage, wo ist der Safe? Bei den Gemälden, die hier hinten am Raumende waren, wenn ihr euch erinnert, da war dieses Hundegemälde. Da hat er irgendwie gesagt, das ist strange. Aber es bewegt sich nicht. Das ist das Problem. Hätten wir das denn nicht viel früher schon entdeckt hier? Schalte ein. Keine Ahnung. Das hatte ich bloß noch irgendwie im Kopf so, weil das so auffällig war. Aber sonst ist hier nichts, oder? Irgendwo waren noch andere Gemälde. Ah, hier waren die anderen Gemälde, aber hier ist auch nichts. Oder ich habe es verpasst. Der Safe könnte natürlich hier irgendwo hinter den Kisten sein. Das ist jetzt die Frage. Safe. Seht ihr irgendwas, was nach einem Safe aussieht? Vielleicht unter dem Tuch hier? Nein? Was ist eigentlich mit dem Malen nach Zahlen, Mona Lisa hier? Das lässt sich nicht öffnen. Ziehe es doch. Du kannst das nicht bewegen. Drücke. Nein. Willst du mich? Okay. Das sieht schon mal gut aus. Öffne den Safe. Ich benutze die Kombination hier. Ja, mach das, Indy. Sehr gut. Was finden wir jetzt da? 1000 D-Mark. Ist das unser Bild hier? Das ist das Bild, das ich von Dads Pokal gemacht habe. Sehr gut. Nehmen wir uns das doch. Ach, das brauchst du nicht mehr. Okay. Und was ist jetzt mit dem hier? Das sieht aus wie ein Gemälde des Grals. Okay, das ist, denke ich mal, wichtig dann. Können wir das mitnehmen? Das kann ich nicht mitnehmen. Ganz ehrlich, was... Drücke. Ziehe. Nein. Okay, Indy will nicht so recht. Ich frag mich jetzt bloß. Hier bringt uns das irgendwas? Das ist so eine Schale. Muss ich mir das merken oder ist das... ich verstehe es nicht ganz. Benutze. Ich habe aber auch nichts... Oder wo ich mit dem interagieren könnte. Graltagebuch. Benutze das Graltagebuch. Nein. Okay.
ist halt eine Schale, so eine Messingschale oder was weiß ich. Na gut, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich kann mir das merken, wenn das überhaupt nochmal wichtig ist. Oder ich vergesse hier gerade wieder was. Das Bild kann natürlich nicht mitnehmen, ist zu groß, okay. Sieht aus wie ein gemeldetes Gras, aber mehr sagst du dazu nicht, hä? Okay. Na gut, dann Abmarsch. Vielleicht müssen wir ja später nochmal hierher, wer weiß. So, nein, hier hoch in die bitte. So, jetzt brauchen wir irgendwas, wo viel Bier reinpasst. Wir haben diesen Pokal. Ich weiß nicht, vielleicht kann man den ja füllen. Oder wir brauchen einfach ein riesen Bierglas aus der Küche unten. Der Weg ist ja jetzt frei. Sehr gut. Hopp. Los. Geh da runter, Indy. Was ist denn los? So, jetzt. Wo war nochmal die Küche? War nicht allzu weit entfernt. Hoffe ich zumindest. Aber unserem Dad, also wenn ich vom Film ausgehe, dann können wir auch über die Fenster zu unserem Dad. So ist Indy nämlich reingekommen im Film. Muss ich nochmal schauen. Ich war ja irgendwo auch bei offenen Fenstern, da bin ich bloß nicht weitergekommen. Oh, du schon wieder. Nein, nein, nein. Genau, jetzt könnte ich. Vielleicht sagt er uns ja noch was. Ich habe mich gefragt, was tun Sie hier? Vorhin. Ich hier? Sag mal, warum sind wir überhaupt in dieser Welt? Jetzt können wir ihn zusammenstauchen. Ich habe nicht erwartet, hier einen Philosophen zu finden. Ach, in diesem Schloss gibt es alle möglichen Typen. Jemand, den ich vermeiden sollte? Das habe ich noch nicht gefragt. Ich habe die ersten zwei Sachen gefragt. Da sagte einem, dass der Vogel ein ziemlich mieser Typ ist. Jemanden, den vermeiden soll, da sagt er, teilt er uns mit diesem großen Schläger, dass er auf Bier steht und der andere mag irgendwelche Bücher. Das habe ich noch nicht gefragt. Habt ihr eine ganze Garnison hier? Sei nicht albern, wir sind doch nicht an der Front. Hier ist etwa nur ein gutes Dutzend. Okay. Gut zu wissen. Trotzdem kriegst du jetzt für die Info kein Bier als Belohnung. Das brauche ich selber. ich weiß zwar nicht, ob ich den jetzt schon aufgefüllt habe, aber aus Sicherheitsgründen füllen wir doch unseren Krug nochmal auf. Oh, ist schon voll. Okay, dann habe ich den noch voll. Und wo ist denn dieser Pokal? Ah ja, hier, Pokal. Kann ich. Ja, er kann den auffüllen. Und dann schaue ich mich aber trotzdem nochmal in der Küche um, nur für den Fall. Aber hier, ich sehe hier auch keine großen Biergläser oder so. Und Indy sieht ja auch nichts, von dem her wird es schon der Pokal sein. Na gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Zurück zu unserem großen Freund. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir noch Zimmer haben, die ich noch nicht erkundet habe. Könnte sein. Aber das sehen wir ja gleich. Und zwar links hinten. So. Jetzt sind wir wieder hier an dieser Kreuzung. Und jetzt schauen wir nochmal hier hinter und speichern, bevor es schief geht. Ich muss mir da wirklich nochmal die Kampfsteuerung anschauen, weil ich denke mal, ich kann es nicht vermeiden, dass wir irgendwann mal kämpfen müssen. Ah, der ist ja uns freundlich gewogen. So. Drei Türen, das kommt mir irgendwie wieder bekannt vor. Suchen Sie was Bestimmtes? Ah. Ich bin im offiziellen Auftrag hier. Darf ich passieren? Aber ich erkenne sie nicht. Nein, ich. Was? Sie erinnern sich nicht? Nein, ich erinnere mich nicht. Ihren Passierschein. Das ist das Stichwort.
Wir haben ihn auch. Moment, oder? War das nicht ein Passierschein? Hier ist er. Nehmen Sie das hier. Hallo, das ist der Passierschein. Was ist das denn? Soldat, spricht man so zu einem höheren Offizier? Ich muss Sie um einen Beweis bitten. Ja, fuck. Ich habe dir gerade einen Beweis gegeben. Wie wär's mit dem Passierschein hier? Nein, will er nicht. Okay, ich verstehe es nicht. Oberst Vogel, Beweis, wie wäre ich sonst hier reingekommen? Das überlasse ich dem Oberst. Nimm dies. Nein, ich habe jetzt echt keinen Bock aufs Kämpfen. Aber er wollte unseren Passierschein nicht. Das ist doch verrückt, hä? Unglaublich. Die mittlere Tür war, glaube ich, die schlechte. Ah, hier ist unser Freund. Der soll eine Leseratte sein. Ein Besucher. Es wurde auch langweilig hier oben. Ich denke mal, der Raum hier ist wichtig. Den müssen wir noch loswerden, denke ich mal. Sie werden im Büro des Kommandanten erwartet. Unten ist ein Eindringling. Schnell. Ich komme, um sie abzulösen. Das ist natürlich alles drei. Das ist natürlich alles ein guter Versuch. Wir könnten erstmal versuchen, ihm was anzubieten. Und zwar ein schönes altes Buch. Machen Sie Witze? Wer sind Sie überhaupt? Eine Sekunde. Ach, komm schon. Okay. Probieren wir es nochmal. Im äußersten Notfall können wir immer noch kämpfen. Ich würde gerne nochmal schauen. Vielleicht können wir ihn ja irgendwie belabern. So. Ja, du wirst im Büro des Kommandanten erwartet, Freund. Geh mal schnell dahin. Einen Moment. Ich kenne sie nicht. Hier stimmt was nicht. Hier ist doch alles in Ordnung. Das fällt ihm aber auch früh auf. So. Schauen wir mal. Was können wir denn gegen deine Langeweile tun? Unten ist ein Eindringling. Schnell. Jetzt aber schnell. Nimm die Beine in die Hand. Ja, tatsächlich, natürlich. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wow. Sehr smart, ja. Unser betrunkener Freund hat ja gesagt, dass er hier ziemlich belesen ist. Ein bisschen nicht dumm, der Typ. Jetzt haben wir eh nur noch eine Option, glaube ich. Aber wie nett halt erstmal ist. So, ich komme, um dich abzulösen. Ich habe noch 4 Stunden Wache. Sie sind ein Betrüger. Ich glaube, den müssen wir echt kaputt hauen. Oder warten wir erstmal, bis wir, ja. Bis wir da rein müssen. Wo geht's denn hier hin? Ah, da waren wir schon. Okay. Schauen wir doch mal zu unserem großen bierigen Freund hier. Hallo, Kumpel. Niemand darf zum Gefangenen. Befehl vom Oberst. Ich hau dich kaputt, du Made. So, was hältst du denn von einem Pokal randvoll mit kühlem, gutem Bier? Ah, okay, den gibt er sich auch. Ja, der pumpt das Zeug weg wie nichts. Auch so ist schön, wie der Bauch immer rauskommt. 2 Stunden später. Er trinkt immer noch. Oh, jetzt. Nick. Oh, das war. Nick. Gut, aber du. Darfst immer noch. Nicht hier hoch. Oh. Okay, er wehrt sich nicht mehr. Jetzt müsst. Diesen Kampf müsste ich aber bestehen können. Komm schon. Wow, und da bebt das Bild gleich. Nichts zu finden, schade. Hoffentlich sieht das jetzt niemand. Oh, da ist auch noch ein Soldat. Wir speichern mal wieder. Aber einen anderen Spielstand. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt dann Probleme bekommen gleich, weil wir ihn kaputtgeschlagen haben. Oh, das meinte ich. Aha, interessant.
Wir wurden auf jeden Fall entdeckt. Oh, da sind Drähte. Das heißt, ihr wisst schon. Ich denke mal, es ist eine schlechte Idee, eine sehr schlechte, da jetzt reinzugehen. Wie im Film auch. Das wird hier nicht anders sein. Was sagt denn die Tür? Ach. Ist abgeschlossen. Okay. Ja, ich höre schon wieder halt, halt. Sollten wir denn erst loswerden? Erst will ich mal schauen, was hier so los ist. Abgeschlossen. Da ist unser Vater mal drin. Okay, es hilft nichts. Was ist das denn? Ich erkenne sie nicht. Sie sind der Eindringling. Scheiße. Und das ist auch ein Offizier oder so. Der hat uns auch wieder keine Zeit gelassen. Ist schon wieder was am Arsch jetzt. Wartet mal kurz. Ich will mal kurz mit dem so reden. Vielleicht geht das ja. Guten Abend, Sie befinden sich in einem Sperrgebiet. So, ich denke mal nicht, dass wir den hier. Der sieht sogar noch ein bisschen wichtiger aus als wir von der Uniform her. So, sagen wir mal, bringen wir mal wieder die Story mit dem offiziellen Auftrag. Wir haben einen Eindringling. Ich muss sie doch suchen. Lassen Sie mich dabei helfen. Okay, das war nicht das Richtige. Ganz klar nicht. So. Ich will es nochmal probieren. Was können wir ihm denn noch sagen? Ich glaube nicht, dass wir den zur Sau machen können. Ganz ehrlich, so wie der aussieht. Seien wir mal so unglaublich freundlich. Ich bin stets wachsam und pflichtbewusst. Natürlich bist du das. Und sie sind fremd hier. Wow. Niemand darf hier ohne Passierschein durch. Tja. Willst du meinen Passierschein? Bitte. Oh, was ist denn da los mit den Leuten? Ganz ehrlich. Dann habe ich einen Passierschein und dann keiner will ihn haben. So. Ich bin heute das erste Mal hier. Neue Befehle. Befehle, darf ich die mal sehen? Ja, wie wär's mit dem Passierschein? Können wir jetzt. Dann sagt er wieder, das will ich nicht. Okay. Natürlich haben Sie die Freigabe für die Dokumente überhaupt? Eigentlich nicht, aber ich brauche einen schlagkräftigen Beweis. Oh Gott. Ja, es geht wieder los. Ich denke mal aber, der lässt sich auch irgendwie, ihr wisst schon, sich überzeugen. Hey, eine Tür. Oder wir können ihn umgehen. Oder auch nicht. Sehr nervig. Was denn? Du doch nicht. Du wieder. So. Was ist der Trick bei dir, mein Kumpel? So, offizieller Auftrag. Probieren wir mal, ihn zur Sau zu machen. Okay. Es funktioniert auf jeden Fall noch. Was für eine Ausrede. Sie schimpfen sich einen Offizier? Nein, ich schimpfe mich einen Gefreiten und Sie sind ein Betrüger. Ach komm schon. Das war wohl zu hart, wie wir ihn angegangen sind. Gleich nochmal. Vielleicht läuft die Schiene ja über die schlesische Soße. So, ich bin im offiziellen Auftrag. Nee, doch nicht. Das kam nicht so gut. Probieren wir es noch einmal mit der Rüge. So. Und auch keine Zeit für eine Flecke. Können wir noch nicht sagen, sofort putzen oder so? So, jetzt verschwinde doch mal. Sie treiben es zu weit. Oh. Schade. Gehen wir mal zurück. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Die Räume sind alle verschlossen. Übers Fenster konnte man halt rein. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es mehr Wege, aber ihr wisst ja, es gab. Wo sind die Fenster? Thank you.
Bye.